Ach, habt ihr schon mich und das Lagerfeuer vermisst? Es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Temptation Island. Heute Folge 9, das heißt, wir haben nur noch eine Folge danach. Dann ist Finale. Das ist jetzt die Folge vor dem Finale. Es geht aber schon heiß her. Wie immer verlinke ich euch unten Temptation Island bei TV Now. Da kann man das immer schon 2 Wochen im Voraus online angucken. Ansonsten Dienstagabend 23 Uhr bei RTL läuft die ganze Sache. Wir beginnen direkt ganz spannend mit einem kleinen Geburtstag, der gefeiert wird. Happy Birthday to you! Mann, ist das eine geile Sache. Ey Leute, ich werde diesen Moment, werde ich noch so viel weiter meinen kleinsten Minimi-Vater. Wenn du sonst nichts zu erzählen hast, dann erzählst du wahrscheinlich diesen Moment. Danke für diesen Moment auf Bali. Ich kann es kaum in Worte fassen. Das ist so emotional. Könnt ihr glauben, wie emotional es gleich los ist? Es ist direkt, ich habe mit den Tränen direkt am Anfang zu kämpfen. Danke für diesen Augenblick. Danke dafür. Danke, meine Fans, meine treuen Zuschauer. Danke. Leute, falls ihr dachtet, das ist schon der emotionale Höhepunkt, schnallt euch an. Es geht weiter, die Achterbahnfahrt. Keiner redet und keiner macht einen Mucks. Ja. Das ist der Moment. Es ist der Moment. Jetzt, Leute. Keiner redet. Es ist der Moment. Ja, wir verstehen uns einfach gut. Wir ziehen uns gegenseitig an. Die Frage ist, zieht ihr euch auch gegenseitig aus? Ein bisschen verknallt, ja, das denke ich schon. Also von meiner Seite kann ich jetzt nur sprechen. Ich bin auch verknallt in diese Beziehung. Ich bin auch mit dabei. Keiner hat mich gefragt, ob ich dabei sein will, aber ich bin mit dabei. Let's go. So. So, was kommt jetzt? Erstmal wollte ich mich für die Zeit bedanken, dass du alles für mich nicht so schwierig gemacht hast, mir alles ein bisschen einfach gemacht hast. Süß, wie sie auch nebenbei so sein Hemd zurechtzuppelt. Ja. Der erste offizielle Kuss. Geknutscht wird! Kuss. Du, da fliegen auch die Blumenblätter. Man könnte denken, es ist schon die Hochzeit. Man könnte es fast denken. Mach mal Kreis, ey. Hey, jetzt alle zusammen. Wir tanzen jetzt den Hochzeitstanz. Das ist geil, Mann. Ich schwör, das ist so geil. Das ist so geil, ey. Ich spüre es auch so krass. Ey, ohne Scheiß. Diese Sendung, ne? Ich bin auch jetzt nach 9 Folgen einfach. Das ist so geil. Nee, Alter, das ist zu viel. Ja, ist auch echt zu viel für mich. Die ganzen Gefühle, die ganzen Emotionen, die hier aufkommen, das kann man nicht verstecken und muss man auch nicht und soll man auch nicht. Ich denke, man soll das leben, was man gerade fühlt. Da hat er vollkommen recht. Ich bin total, totaler Fan davon, alles rauszulassen. Ich weine in regelmäßigen Abständen. Danach geht es mir viel besser. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Gucken wir mal, wie es denn in der Männervilla aussieht. Ob es da auch so emotional hergeht. Was? Kelvin geht alleine ins Bett? Weiß der überhaupt noch, wie man alleine schläft? Ganz anders aber bei Michelle. Nacht, ihr zwei. Diesmal geht nämlich Hannah nicht sich mit dem Teddy und den beiden ins Bett kuscheln, sondern hat sich vorher verabschiedet. Bisher läuft's ja nicht ganz schlecht für Max. Kann man wohl so sagen. Der nächste Tag bringt aber eine Überraschung, denn unsere liebste Moderatorin kommt vorbei. Guten Morgen! Was? Überraschung! Hä? Alle sind überrascht. Was bringt sie wohl für Neuigkeiten? Ihr werdet noch einmal in Versuchung gebracht. Wie denn? Und zwar geht ihr auf die Temptation Dates. Temptation Dates bedeutet aber auch, die Reise ist hiermit quasi zu Ende und es ist Zeit für den Abschied. Man muss den Abschied nehmen, wenn es am besten ist. Aber das Leben ist ja draußen nicht vorbei. Es ist nur ein bisschen schwieriger. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, gemischte Gefühle. Ja. Traurig, aber auch. Ja, gespannt, was noch kommt heute. Ja, ich bin auch gespannt, was so kommt, denn die Jungs gehen ja auch auf Temptation Dates! Woo! Für
Für die anderen Single-Ladies heißt es allerdings, die jetzt nicht auf ein Date gehen, Abschied nehmen. Und zwar jetzt. Werdet euch auch nicht mehr sehen. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit, in den ganzen 9 Folgen, kein einziges Mal so eine große Emotion erlebt wie jetzt hier. Die sind ja alle wirklich von den Socken. Das ist ein Schock. Die sind alle fertig mit den Nerven. Jetzt geht's aber natürlich für ein paar Frauen aufs Date, sowie auch für die nächste Kandidatin, die ich persönlich gerade zum ersten Mal sehe. Ich freue mich sehr auf das Date, weil ich ja bisher noch gar kein Date hatte. Ja, weil du in dieser Sendung bis jetzt nicht stattgefunden hast. Ich weiß nicht warum. Die haben sich halt überlegt, wen nehmen wir für Till noch mit? Du, so anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Und man fragt sich natürlich, wie kann so ein Temptation-Date aussehen? Was wird da gemacht? Ich erwarte das Beste vom Besten. Und ich sag mal so, wenn ihr das auch erwartet, dann werden wir nicht enttäuscht. Aloha! Aloha! Willkommen auf Hawaii. Ach so, nee, Bali. Ah, so. Naja. Gut, alle schon einmal gecringed? Dann können wir weitermachen. Einer der angesagtesten Instagram-Spots auf Bali. Nein. Nein, Leute. Wir gehen echt jetzt unser Temptation Date auf dem angesagtesten Instagram-Hotspot auf Bali. Oh mein Gott, meine Followers, die werden ausrasten. Die werden Daumen hoch geben, die werden liken, die werden auf meine Story antworten, die werden die Story an andere Leute schicken, die werden abonnieren. Das kann nur ein geiles Date werden. Ich finde es super, dass man schaukelt quasi mit dem Rücken zu der wunderbaren Aussicht, aber man muss ja die Fotos von vorne machen und sie nur so, ich will auch was sehen! Wird auf jeden Fall immer zurückdenken an die Zeit hier, auf jeden Fall. Ja. Das Gute ist, du musst nicht nur dran zurückdenken, du kannst es dir auch angucken und ich hoffe, dass ihr auch ein paar Insta-Fotos geschossen habt. Ich hoffe, da war ein kleines Shooting. Denn das ist mir persönlich bei einem Date besonders wichtig, dass ich mit guten Fotos aus der ganzen Sache rausgehe, weil sonst hat sich das für mich ganz ehrlich auch nicht gelohnt. Ganz ehrlich, ein Flug nach Bali ohne da gewesen zu sein. Ich sag mal so, das letzte Mal, als ich auf Bali war, da gab es schon Instagram, aber das ist zum ersten Mal, dass ich höre, dass es Instagram-Spots auf Bali gibt und es macht mich ein bisschen traurig. Es macht mich traurig, dass da Geld verlangt wird, dass die dann einfach nur so einer blöden Schaukel sitzen können, wo sie sich anschieben lassen können mit blöden Blumen und Reisfeldern im Hintergrund, die wirklich schön sind, diese Reisfelder. Aber die gucken die sich ja nicht mal an, sondern die wollen einfach nur ein Foto haben machen, wie die da so drüber schweben. Da sage ich nein. Und wisst ihr, was das kostet? Das wird teuer sein. Das wird teuer sein. Gut. Aber die InstagrammerInnen, die haben es ja dicke. Hoffen wir, dass das Date von Michelle genauso Instagrammable wird. Wirst du nicht, weil ich habe Höhenangst. Gut, mit Höhenangst, was will man da machen? Helikopter fliegen. This particular aircraft has been flown in by the Kardashian sisters. Oh. Justin Bieber and now you. Oh, how cool is that? Perfektomatico! Die wichtige Frage ist aber, gibt's davon Instagram-Fotos? Weil pick or it didn't happen. Meine Hand die ganze Zeit gehalten und da war die Angst ganz schnell vergessen. Das ist doch schön, dass sie zueinander gefunden haben. Genauso wie Matteo und Sarah. Ja, du wirst schon das Richtige machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und wenn was ist, bin ich immer für dich da. Ja, ihr habt schon so oft gesagt, dass sie immer für ihn da ist. Und auch dieses alles Gute, das klingt dann für mich jedes Mal wie so ein Abschied. So. Also wirst du gefangen gehalten? Willst du jedes Mal gehen und dann merkst du so, nee, ich muss doch bleiben? Oder? Versteh nicht. Gut, diese unangenehme Halb-Slow-Motion-Musik-Lächel-Situation, die gibt mir gerade den Rest. Natürlich fühlt man sich so ein bisschen cooler noch, wenn man weiß, drin sind schon die Kardashians und Justin Bieber gesessen, haben vielleicht die gleichen Kopfhörer aufgehabt und so das Gleiche gesehen wie wir. Leute, meintet ihr, die hatten die gleichen Kopfhörer auf? Oh mein Gott, vielleicht ist da noch ein bisschen Ohrschmalz von denen dran. Hast du einmal schön die Kopfhörer reingerochen, geguckt so, oh, das riecht nach Justins Ohrschmalz. Lecker. Jetzt geht es aber natürlich in die Private Suite, wo die Nacht verbracht wird. Und da gibt es auch was ganz Heikles. Dann können wir davor two person. Two person. Hört sich cool an, ne? Very beautiful. Very. Very beautiful. Wir machen mal für zwei. Das ist einfach aufregend. Es sind aufregende Zeiten, die hier auf uns zukommen. Mal lieber wirklich auch mal die Sau rauslassen. Du bist hier ganz allein und kannst im Pool springen und Abriss heute. Wir werden sehen. Okay, Sarah hat sich noch nicht verabschiedet, sondern da wird jetzt erstmal die Sau rausgelassen. Es ist eine Abrisssituation. Wie sieht das wohl aus? Frisch, aber sie wärmt mich, spüre ich gerade. Ich hab auch gerade gepisst. Kein Spaß.
Den fand ich gut. Den hätte ich genauso gebraucht. Da kriegst du einen Daumen hoch. Also schon ein bisschen Angst vor dem Lagerfeuer morgen. Ja, voll. So komisch, weil wenn man weiß, wie es ausgeht, ist es halt irgendwie so, man ist trotzdem so unvorbereitet auf alles. Kleines romantisches Dinner. Da erstmal schön, ich werde sagen, über den Ex-Freund reden, weil noch sind sie ja zusammen. Sehr romantisch. Das Ding ist, dass sie eigentlich schon seit Monaten weiß, dass die Beziehung sich nichts mehr bringt. Und das weiß er auch so. Ich weiß nicht, was ich jetzt zu sagen soll. Doch sucht sie dann trotzdem weiter und weiter, weil man es halt nicht aufgeben will. Man willst du nicht wahrhaben, ne? Das ist halt ja, genau. Oh, Leute, ich habe das Gefühl, wir sind hier auf Kurs Richtung Trennung. Aber nicht, dass der Max sich das jetzt auf der Zielgeraden noch mal richtig versaut. Mei, die denkt sich, was ist das für ein komischer Typ? Jumpsuit ist süß. Ah, also willst du heiraten? Ja, so, die hat einen süßen Jumpsuit, die sieht direkt so, ja, ja, heirate die doch. Nee, ich heirate dich, wenn es geht. Gut, richtige Antwort. Toll gemacht, ganz richtige Antwort. Ja, auch Matteo macht sich bereit für seinen wunderbaren Abend. Ich lasse die Bilder für sich selbst sprechen, oder? Es kann alles kommen, wie es will, klar. Ich hoffe natürlich, wenn Matteo mich gleich sieht, dass ihm mein Kleid vom Hocker haut. Ich habe das Gefühl, das wird uns alle vom Hocker hauen. Schön siehst du aus. Gut, er hat es geschafft. Er hat das richtige Kompliment gegeben. Aber Matteo weiß man ja nie, was bei rumkommt. Ja, dass ich mit Sarah zusammen in einem Bett schlafe, auf das freue ich mich auf jeden Fall, ja. Cool, dann ist das auch geklärt. Wie sieht's denn nicht im Bett, sondern in der Badewanne aus? Auf die coole Badewanne. Genau, auf die Badewanne. Da wird ein Sekt vielleicht getrunken. Du bist da gleich komplett bedeckt in Hosen. Oh, dankeschön. Gut, also das scheint ein Ding zu sein. In der letzten Folge hatten wir das awkward Wasser über die Brüste schütten von Matteo. Max ist da ganz verrückt drauf und macht awkward Blumenblätter, Rosenblätter auf Brüsten verteilen. Beides ähnlich unangenehm, würde ich sagen. Naja, also nervös oder aufgeregt überhaupt nicht, dass ich mit Sarah in einem Bett schlafen muss. Das wird eine gute Nacht, ja. Ah, das wird aber so wahr. Matteo, gibst du mir noch einen guten Nachtkuss? Gut, das klingt auch gar nicht so, als ob jetzt gerade die Produzentin oder der Produzent gesagt hat, könnt ihr das jetzt mal so sagen? Sarah, gibst du mir noch einen guten Nachkuss? Ich habe zuerst gefragt. Gut, ich bin so froh, dass wir dieses Gespräch gerade miterleben. Ja, dann nicht. Okay, dann hast du Pech gehabt. So take it how you... Was ist das, wie er noch so zu Kamera, Produzentin, wie auch immer, noch so. Aber gut, ich hab's dir gegeben, ne? Lustig. High five. Achso, jetzt nicht. Wir spielen gerade die Szene noch zu Ende, aber dann High five, ja? Ja, es wurde nicht, es gab keinen guten Nachtkuss. Ich bin enttäuscht. Aber ich bin ja auch der festen Meinung, dass da niemals mehr laufen wird. Wie sieht's bei Michelle aus? Wünschenswert wäre ein Kuss. Am besten heute noch, weil heute war ein Tag, den wir beide in unserem Leben niemals vergessen werden. Jo, am besten heute noch. Also, ich habe auch nicht ewig Zeit, am besten vielleicht heute noch, am besten jetzt gleich einen Kuss. Bin ich dabei. Sag ich auch heute noch, wäre schön. Ein Kuss auf die Wange und ein Kuss auf die Stirn. Ich erinnere mich an ein paar Folgen zurück, wo wir noch unsere tolle Siria in der Sendung hatten, die gesagt hat, ein Kuss auf die Stirn ist sogar noch schlimmer. Gut, dass sie das jetzt gerade nicht zu sehen bekommt. Ein neuer Tag bricht an. Die beiden machen sich für ihr gemeinsames Lagerfeuer fertig. Das finale Lagerfeuer von Matteo und Michelle. Und die Gefühle sind gemischt. Jeder Mensch hat viele Gesichter, kann angepisst sein, sie kann enttäuscht sein. Weiß ja nicht, wie sie fühlt und... Ich bin gespannt auf das Lagerfeuer, auf jeden Fall. Also ich glaube, Matteo hat irgendwas falsch verstanden. Dass ein Mensch viele Gesichter hat, bedeutet nicht gleichzeitig, dass man unterschiedliche Emotionen hat. Dass man manchmal gut drauf ist und manchmal schlecht. Also falls ihr das auch dachtet, das stimmt nicht. Gleich wirst du ihn wieder sehen. Wie geht's dir denn jetzt? Das fragen wir uns alle. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so angespannt, weil ich halt jetzt gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ganz ein bisschen Freude ist schon, weil man halt den Menschen wieder sieht, den man eigentlich jeden Tag sieht. Aber es ist viel mehr Angst. Ich habe auch Angst. Na, hallo, Matteo. Schönen Abend. Hi. Schönen Abend. Hi. Unangenehme Begrüßung. Hi. Was war das für eine Geste, Matteo? So kumpelmäßig abchecken? Ja? Ja, hast richtig gesehen. Ihr wirkt gerade etwas sehr distanziert. Izzy versucht so diese Situation, die so unfassbar unangenehm ist, irgendwie zu navigieren. Es ist ein schwieriger Job, den sie da macht. Same,
Same einfach. Ihr habt euch jetzt 2 Wochen nicht gesehen? Ja. Ihr habt auf jeden Fall beide Nähe und Trost bei anderen Personen gesucht und auch gefunden. Und das schauen wir uns nochmal an. So, das braucht man sich nicht alles nochmal angucken. Wir haben das alles gesehen. Da wurde ein bisschen gefummelt, da wurde ein bisschen gestreichelt, da wurde ein bisschen gekuschelt, da wurde gesagt, du hast immer ein offenes Ohr für mich. So, das ist, was passiert ist. Also sie hat immer ein offenes Ohr für ihn. Ihr wisst schon, offene Ohren auf allen Seiten. Ja, schön. Freut mich für Sie. Freut mich auch für Sie. Freut mich für dich auch. Freut mich auch für ihn. Es ist eine Freude jetzt hier einfach. Eine freudige Situation. Aber es war schon so ein bisschen, wie du mir, so ich dir. Habt ihr euch gegenseitig so ein bisschen auch aufgeschaukelt, würde ich mal sagen, oder? Vollkommen richtig. Das Format Temptation Island hat hier wunderbar funktioniert. Ich habe damit angefangen, mich an alles zu halten. Ich habe wirklich nie Körperkontakt zulassen, die ersten 3 Tage. Auch am zweiten Abend, oder so hat Max gefragt, ob er einen Arm um mich legen darf. Ich habe gesagt, nein, ist mir unangenehm. Okay, also sie weist erstmal alle Schuld von sich. Hat Matteo eigentlich auch nicht gemacht. Naja, muss ich gerade noch mal kurz nachdenken, wie das jetzt noch mal genau angefangen hat. Naja, er hat dann mit der Händchen halten, ist er mit dir eingeschlafen. Und dann habe ich ihn auch in meinem Bett schlafen lassen. Mhm, ich erinnere mich. Ja, nicht Max. Eingeschlafen, sondern sie ist dazugekommen, weil es mir schlecht gegangen ist. Mhm, jetzt kann das ja jeder sagen, ne? Bei euch waren es ja wirklich eigentlich gar nicht so wirklich die Taten, die euch da gestört haben, sondern mehr die Worte. Und ihr habt tatsächlich wenig Positives übereinander gesagt. Da hat sie vollkommen recht, denn wirklich viel ist ja nicht passiert, auch wenn manche andere das ganz anders darstellen, wie zum Beispiel die Single-Frauen in der Männervilla ja gesagt haben, dass das so, dass sie ja so krass ist, dass sie Michelle macht und wie sie sich verhält. Agree to disagree, I guess. Und nach dem ersten Lagerfeuer wurden dir, glaube ich, schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Was hat dich denn da genau gestört? Da muss ich jetzt einfach mal kurz einen Moment drüber nachdenken. Es hat mich gestört, dass er halt gleich von Anfang an so seine Regeln gebrochen hat. Es war ja so die ersten 3 Tage vor dem Lagerfeuer, habe ich auf alles geachtet. Ich habe keinen Körperkontakt zulassen. Sie wiederholt sich da auch ein bisschen. Das ist so, also sie geht sehr in die Verteidigung da rein, ne? Gleich beim ersten Date, bei der ersten Frau am ersten Tag alles rausposaunt, um mich halt wahrscheinlich irgendwie bloßzustellen und die Beziehung halt schlecht zu machen, und so hat halt auch weitergemacht. Schwierig, schwierig. Sie fühlt sich sehr verletzt mit den Aussagen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es müssen nicht immer Taten folgen, auch gesagt, das kann sehr, sehr wehtun. Aber ich habe das Gefühl, auf beiden Seiten wurde einfach von Anfang an Sachen gesucht, die man kritisieren kann, die man falsch aufnehmen kann, wo man dann irgendwie den Freifahrtsschein hat, mehr zu machen. Ja, ein Grund, dass wir hier mitgemacht haben, ist, dass du mir deine Treue beweisen wolltest. Und wenn du einen Fehler in unserer Beziehung gemacht hast, dann kann man dazu stehen. Kann man auch noch mal kurz die Augen verdrehen. Und auf den Videos hast du einfach für mich zu viel Körperkontakt zugelassen, gegenüber was du gemacht hast. Du hast mir nie die Wahrheit darüber gesagt. Die weiß ich bis heute nicht. Ja, weil du mal nicht glaubst, deswegen. Gut, jetzt arbeiten wir noch mal Sachen auf, die vorher schon passiert sind. Da sieht man, wir haben hier ein großes Problem, nämlich dass alte Probleme noch gar nicht aufbereitet wurden. Und natürlich mit Problemen in so eine Sendung reinzugehen, wie das ausgeht, das, also da kann ich euch nächstes Mal auch vorher Bescheid geben. Ja, unser Vertrauen ist sowieso weg. Und ja. In diesem Falle... Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Will ich die Beziehung hier zu dir beenden? Macht keinen Sinn mehr. Matteo hat doch noch gesagt, er würde das nicht im Fernsehen machen, aber es ist einfach zu viel passiert. Ich bin froh darüber, auf jeden Fall. Das ist ein krasses Ding. Eure Beziehung hat den Treuetest einfach nicht überstanden. Ihr wusstet, auf was ihr euch einlasst hier auf Temptation Island. Und hiermit ist dann Temptation Island für euch zu Ende. Ja, und hiermit ist auch die 9. Folge von Temptation Island und meine Review zu Ende. Abonniert diesen Kanal, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und vergesst nicht, nächste Woche Donnerstag vorbeizugucken, wenn es Zeit fürs Finale ist. Ich freue mich drauf. Es kann nur noch besser werden.